Welche modernen Features der Ingui Madison App noch mit sich bringt, sieht man am besten hier auf der Rückseite. Wir haben hier einerseits den Booster, wo man hier noch das Gain und das Volume einstellen kann. Ist natürlich alles fußschaltbar. Hier ist der Regler fürs Noise Gate, wie stark das greift. Hier haben wir noch einen Hall. Und natürlich hier den Power Attenuator, den wir schon vom Slash Amp kennen. Hier kann man den Amp bis auf von 100 Watt bis auf 0,1 Watt stufenlos runterregeln und hat zusätzlich noch einen Switch, mit dem er automatisch auf 50 Watt geht. Ist noch eine Effektschleife dabei und sieht man ein moderner Amp eigentlich, aber mit altem Sound und altem Look. Genau wie man es haben will.